Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Lagebeziehungen von zwei Ebenen. In diesem Beispiel wollen wir uns anschauen, woran wir erkennen, dass zwei Ebenen wirklich echt parallel sind. Also, dass sie halt wirklich verschieden sind und keinen Schnittpunkt haben. Auch dafür müssen wir erstmal gleichsetzen. Also, wie eigentlich immer, wenn es um Lagebeziehungen von Ebenen geht, beide gleichsetzen. Wenn 001 plus s mal 010 plus t mal 100 ist gleich 000, kann ich prinzipiell weglassen. K mal 020 plus t mal 300. Jetzt bringe ich alles, was kein Parameter hat, auf eine Seite und alles mit Parameter auf die andere. Ich habe also insgesamt s mal 010 plus t mal 100 minus k mal 020 minus t mal 300 ist gleich 001. So, jetzt stellen wir auch hier wieder ein Gleichungssystem auf, haben also t, okay, das sollte eigentlich ein L sein, kein t. Wenn, sollte man es halt immer umbenennen, damit man eben nicht zwei gleiche Variablen hat. Minus 3L ist gleich 0. Zweite Zeile liefert uns S minus 2K ist gleich 0. Und die dritte Zeile liefert uns 0 ist gleich 1. Wir sehen also anhand der ersten Zeile, wir können T als 3L schreiben. Und s als 2k. Weitere Vereinfachungen sind nicht möglich. Dementsprechend wissen wir, dass sie entweder echt parallel oder identisch sind. Aber dadurch, dass wir eben hier 0 gleich 1 haben, haben wir hier einen gewissen Widerspruch und wissen, es kann keinen Schnittpunkt geben. Keinen Schnittpunkt. Und der einzige Fall, den wir halt besprochen haben, in dem Ebenen miteinander keinen Schnittpunkt haben, ist halt der Fall, dass sie wirklich parallel sind, weil wir hier keinen Punkt finden können, der sowohl in der blauen Ebene als auch der grünen Ebene liegt. Und dementsprechend können wir direkt daraus folgern, dass es keinen Schnittpunkt gibt, dass die beiden Ebenen parallel sind.